Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video. Ja, und die Überschrift dieses Videos ist Häuser, die wir uns eh nicht leisten können. Mal ein ganz anderes Video, denn wir sind ja aktuell auf Häusersuche und da findet man ja schon so die ein oder andere kleine Perle, wo man denkt, wow, was ist denn das für ein besonderes Haus? Aber leider fehlt es im Geldbeutel, Freunde. Und diese Häuser will ich heute mal euch zeigen, weil ich glaube, das könnte auch ganz interessant werden, einfach über Häuser zu sprechen, die wir uns aber nicht leisten können, die aber schön wäre, es zu haben. Ihr versteht, was ich meine. Ein sehr, sehr interessantes Video. Falls du neu auf diesem Kanal bist, würde ich mich freuen, wenn du diesem Kanal einen kleinen Abo spendierst. Somit erhalte ich einen neuen Abonnenten. Du wirst benachrichtigt, wenn es neue Videos von mir gibt. Und wir wollen als Community gemeinsam die 11.000 schaffen. Das heißt, es fehlen nicht mehr viele. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Ja, Häuser, die wir uns nicht leisten können. Ich glaube, wir fangen hier wirklich auch gleich mit dem ersten Haus an, nämlich mit einer einzigartigen Villa direkt am See. Eine riesengroße Immobilie mit einer Wohnfläche von insgesamt 434 Quadratmetern, welche 7 Zimmern entspricht und für einen unschlagbaren Kaufpreis von 1,9 Millionen Euro. Und diese Summe ist noch unten gerundet, also knapp 2 Millionen Euro. Und schaut euch mal diese schöne Vorderfront an. Ich persönlich finde es echt schön, aber jenseits aller Vorstellungen. Ich zeige euch mal das Bild in der Großaufnahme. So seht ihr die Villa von außen. Ich mag diesen kleinen Balkon auf dem Eingangsbereich. Und wenn man sich jetzt mal die Bilder anschaut, hat man hier nochmal ein Seitenbild. Echt total schön, große Fenster, eine schöne Garage mit gepflasterter Zufahrt und das ist der Innenbereich schon. Also wenn man quasi hier in dieses Haus reingeht, ist man hier schon im Hauptflur. Wunderschöne Einrichtung, wunderschöne Bodenbelege. Ich finde sowas ja echt toll. Hier kann man noch ein bisschen den Flur Souterrain sehen. Hier sieht man den Einrichtungsstil des EG-Wohnzimmers. Das ist nicht unbedingt mein Einrichtungsstil, aber sind wir nicht wählerisch? Also wenn man sich hier das Wohnzimmer wirklich anschaut, man sieht einfach, wie groß das ist. Auch die Küche, echt gehobene Ausstattung. Ich mag so eine Kochinsel in der Mitte. Es ist so ein bisschen amerikanisch, glaube ich. Finde ich total schön. Mag Maxim auch. Das ist tatsächlich die Aussicht vom Balkon. Also selbst für 2 Millionen Euro hat man andere Häuser vor der Nase. Das scheint die hintere Hausansicht zu sein. Auch hier sieht man wieder diesen zweiten großen Balkon, der auf dem Wintergarten oder auf der Terrasse raufgebaut ist. Total die coole Idee. Auch hier mit Liebe zum Detail überall Rosen und verschiedene Pflanzen ausgesucht. Hier hat man nochmal einen weiteren Blick in den Garten. Was mir jetzt erstmal auffällt, sehr viel bebaut, sehr wenig grün. Und das scheint dann der Gartenteil zu sein, wo nur eine kleine Rutsche und ein Baum steht. Das sieht sehr einsam aus, muss ich ehrlich sagen. Wäre mir persönlich zu klein. Ja, ich klicke mal noch durch, ob es noch was Neues gibt. Hier gibt es noch so ein kleines Grillhäuschen. Hier sieht man noch ein bisschen Rest vom Garten. Hier hat man ein Schlafzimmer, wahrscheinlich im UG, also im unteren Geschoss. Okay. Ah ja, hier haben wir das Bad. Auf das habe ich mich ein bisschen gefreut, wie das aussieht. Eine sehr coole Massagewanne, wobei da braucht man keine Villa für 2 Millionen. Die hat man tatsächlich auch in anderen Häusern schon mit drin. Allerdings hier indirekte Beleuchtung, Stuckelemente. Gut, Videokamera kann man auch nachrüsten. Ein Treppenlift und hier hat man nochmal eine Tür zum Wäscheschacht. Entkalker, zentrale Staubsaugeranlage. Also das ist schon alles ziemlich cool. Kriegt man für knapp 2 Millionen Euro in Berlin-Tegel. Kann man mal vorbeischauen, wenn man das haben möchte. Das nächste Traumhaus, welches ich euch zeigen möchte, ist eine Traumvilla in Berlin-Rudow für unschlagbare 1,2 Millionen. Im Vergleich zu dem anderen Haus schon fast ein Schnäppchen. Weniger Wohnfläche mit 218 Quadratmetern, aber auch 7 Zimmer und ein Grundstück wieder von 700 Quadratmetern. Also schon gar nicht mal so klein. Wir schauen uns mal die Bilder an. Hier haben wir eine, die erste Ansicht. Ich glaube, das müsste so ein bisschen hinten der Garagenbereich sein. Zwei Garagenstellplätze, bestimmt sehr interessant. Und wenn wir jetzt mal weiterklicken, was ich persönlich ganz cool finde, ist diese Terrasse auf der Garage, gut genutzter Raum aus meiner Sicht. Nochmal der Seitenbereich des Hauses, Gartentür, der Gang vom Haus, noch eine Seitenansicht, nochmal die Terrasse
Und jetzt sind wir im Haus drin. Das sieht für mich aus wie der Anfang einer Galerie. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, hier in der oberen Ecke sieht man das ein bisschen. Ich persönlich finde ja Galerie total schön. Es ist so mein Traum, ein Haus mit einer Galerie zu haben. Auch wenn es Platzverschwendung ist, ist es wirklich schön. Und hier hat man mal so ein bisschen den Grundriss. Allerdings ja, sieht man wirklich die vielen, vielen Zimmer mit Wintergarten, mit Diele. Aber weitere Fotos gibt es nicht. Okay, also was das Haus betrifft, sehr langweilig. Ich will euch hier ein bisschen was zeigen. Gehen wir in ein Haus in Mögelheim. Auch eine Stadtvilla mit außergewöhnlicher Ausstattung für 2,5 Millionen Euro. Wir haben hier 8 Zimmer, 300 Quadratmeter Wohnflächen und ein Grundstück von 1300 Quadratmetern. Also wirklich sehr, sehr, sehr groß. Schauen wir uns mal die Außenansicht an. Ich persönlich finde diesen Eingangsbereich schön, gerade mit diesen großen Säulen. Toll, gefällt mir. Einen eigenen Mögelsee-Bootsanlegesteg. Hatte Tatsache ein Haus, welches Maxim und ich uns mal angeschaut haben. Auch ist jetzt gar nicht so besonders, wenn man in Mögelheim wohnt. Aber dieser Bootsanlegesteg hat, glaube ich, 1, 2, 3, 4 Plätze. Also für 4 Boote können auch die Freunde vorbeikommen. Und hier sehen wir die Außenansicht. Übertrieben schön, optisch total schön, finde ich, mit den zwei Balkonen. 1, 2, 3 Geschosse. Ich bin mal gespannt, ob das Haus eine Galerie hat. Ich glaube nämlich nicht. Der Eingangsbereich, hier haben wir, ich vermute mal, die Küche mit Essecke, wenn ich das richtig sehe. Hier haben wir auch nochmal die Küche von der Seitenansicht. Ist eine Einbauküche, vermutlich mit teuren Marmorplatten. Ist jetzt nicht unbedingt mein Küchenstil, aber ich würde dazu natürlich auch nicht Nein sagen. Ein Blick auf diesen wunderschönen, großen, gepflegten Garten. Für mich ein absoluter Traumgarten, weil man einfach auch wirklich sehr viel Grün hat und Flächen. Und hier nochmal so eine Außenansicht, finde ich wahnsinnig schön. Also wirklich, das gefällt mir sehr. Hier haben wir auch nochmal den Garten mit dem Grillhäuschen. Jetzt ist gerade Luke hier. Den Wohnzimmerbereich, auch hier mit so einer alten Standuhr. Und der Durchgang zum Essbereich. Nochmal ein Flur. Die Böden, also ich finde das alles wirklich sehr, sehr schön ausgestattet. Auch hier nochmal das kleine Arbeitszimmer, wobei klein müsste ich bestimmt in Anführungszeichen setzen. Ein absolut schönes, gelungenes Haus. Man sieht hier so einen kleinen Hang im Garten. Ich vermute mal, dass das so auf so einem Hang steht, was in Mögelheim sehr häufig vorkommt, denn der See ist in so einer Senke und man hat so einen Blick auf den See. Wunderschön. Was hatte ich gesagt? 2,5 Millionen, ein stolzer Preis für ein wunderschönes Haus, welches wir uns nicht leisten können. Schauen wir uns doch das nächste Haus an. Hier sind wir in einer romantischen Landhausvilla in Berlin-Zehlendorf, also quasi da in der Nähe, wo ich wohne. Wir haben hier ein Haus für wieder knapp 2 Millionen Euro, 6 Zimmer, 210 Quadratmeter Wohnfläche und ein Grundstück von 1540 Quadratmeter, also schon ein sehr, sehr großes Haus. Und wir beginnen unsere Reise mit dem Bad. Okay, hätte ich jetzt als erstes Bild nicht genommen, aber es ist ein schönes Bad. Wenn man auf dunkle Fliesen und gelbe Farbe steht, dann ist das schön. Ich selber finde das ein bisschen zu dunkel. Und es sieht, wenn man mal die Waschbeckenarmatur sich anschaut, so ein bisschen altbackig aus. Aber ich könnte mich jetzt auch irren. Wir klicken einfach mal weiter und sehen jetzt hier diese Außenansicht, die für mich wie so einen alten, der alten Bauernhof aussieht, oder? Also richtig cool hier mit der Treppe zum, zum Wintergarten herunter. Wir gehen mal weiter und sehen halt hier diese Holzeinbauten. Das sieht so ein bisschen älter aus. Ich weiß jetzt nicht, von wann das Haus ist, aber sieht für mich echt schön aus. Ein riesengroßer Garten. Da muss eine Menge gemacht werden, nehme ich einfach mal an. Aber optisch echt der Knaller. Ich mag dieses Bauernverschlagmäßige, so mit dem Holz, mit den dicken, ja, mit den dicken Balken. Ich finde das echt schön. Ein absolut gelungenes Haus. Eine Bar für den Wein ab 12 hat man sogar eine kleine Bar hier mit im Haus. Und wir sehen jetzt hier den Gartenbereich. Gut, die interessieren uns weniger. Okay, mehr Fotos haben wir hier leider nicht. Aber ein sehr, sehr schönes Haus. Berlin-Wannsee, Tatsache. Berlin-Wannsee. Zehlendorf-Wannsee ist so hier eine Ecke in Berlin.
sehr, sehr cool. Natürlich kommen entsprechende Nebenkosten mit dazu. Also schon eine sehr, sehr stolze Summe. Und das erleben wir immer wieder auf der Häusersuche, dass man immer mal wieder Häuser findet, die extrem aus der Norm springen. Man natürlich aber auch was dafür bekommt. Aber es ist generell hier in Berlin, und das erklärt auch, warum diese Suche so schwierig ist für Maxim und mich, ein Haus zu finden, was geeignet ist für uns als Wohnraum, wo wir sagen, das ist von der Preisvorstellung und für das, was man kriegt, gerechtfertigt. Man stoßt immer wieder auf irgendwelche Luxuswillen, deswegen war es mir mal wichtig, euch auch mal sowas zu zeigen. Bestimmt ein Traum von vielen Menschen, in so einem Haus zu wohnen oder halt aber auch nicht. Es gibt auch bestimmt Menschen, die sagen, nee, um Gottes Willen, da möchte ich nicht hinziehen. Mir persönlich gefallen natürlich auch so große Häuser sehr, aber 2 Millionen Euro oder 1 Million Euro ist nicht in der Preisvorstellung, die wir uns gesetzt haben. Aber vielleicht war es für euch trotzdem mal schön, so etwas zu sehen. Und falls du nochmal so ein Video sehen möchtest, wo ich euch so Luxushäuser zeige, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Maxim und ich sind ja aktuell noch auf der Suche nach einem Haus. Wir haben leider noch nichts Geeignetes gefunden, sind aber immer noch auf der Suche und hoffen, dass wir vielleicht doch zum Ende des Jahres etwas gefunden haben. Es kommen immer wieder neue Häuser, wo wir sagen, das gefällt uns schon sehr. Aber leider war, wie gesagt, bis jetzt noch nicht das Richtige da. Und wir halten euch auf jeden Fall auf den Laufenden. Wie ich schon am Anfang des Videos gesagt habe, wenn du neu bist, würde ich mich über ein Abo freuen. Und schaut auch gerne mal in meinen eigenen Verlag vorbei, den Pelletier Verlag. Da habe ich ein neues Buch herausgebracht, das Buch Stalker, für einen Kennenlernpreis für 6,99 € unschlagbar. Es gab schon erstes Feedback, wie es wirklich richtig gut war. Vielen Dank dafür und ja, schaut einfach mal vorbei. Ich bedanke mich für dieses Video und am Freitag sehen wir uns vermutlich mit dem Maxim wieder. Und da werden wir etwas ganz Besonderes testen, Freunde. Bleibt dran. Macht's gut, bis bald, tschüss.